Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer Knopfhoff-Show. Sie wissen ja, wir zeigen Ihnen da immer erstaunliche Dinge. Und ein Kunststück möchte ich jetzt mal versuchen. Ja, schon ein ungewöhnliches Gefühl, wenn man durch die Studiowand braust. Aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht durch die Studiodekoration gefahren. Wir können Ihnen mal zeigen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Sie sehen, das ist eine blaue Wand aus Papier. Und da kann man ja relativ ungefährdet hindurchfahren. Und Sie sehen, diese Wand zerreißt. Und was wir gemacht haben, ist ja, dass wir hinter uns ein Doppelbild haben. Ein Bild einer Kamera, die zeigt uns die Tür, und ein anderes Bild, hinter mir ist es blau, da wird dieses Bild eingepasst. Und wenn ich das jetzt mal hin und her schalte, sehen Sie, wie der Trick gemacht ist. Und wenn ich jetzt ein blaues Tuch mal nehme, dann sehen Sie, erscheint auf dem blauen Tuch auch diese Studiodekoration der zweiten Kamera. Ich kann das sogar ein bisschen wieder reparieren, was ich da hinten kaputt gemacht habe. Ja, und Sie werden sich fragen, wo die Ramona ist. Aber auch die Ramona kann ich heute elektronisch herbeizaubern. Das will ich mal versuchen. Ja, wir sollten ja vielleicht ein bisschen mehr Reklame für unsere Sendung machen. Wir haben ja schon mal eine Litfaßsäule. Vielleicht gelingt es ja, die Ramona herbei zu streicheln. Dazu brauche ich blaue Farbe. Die habe ich hier. Und mal sehen, was passiert. Und Sie sehen, da erscheint sie. Ja, die Ramona ist selbstverständlich auch bei uns hier im Studio. Ja, so schön ist das und so gut funktioniert man, wenn man herbeigestreichelt wird, lieber Joachim. Aber ich wollte ja schon mal den ersten Versuch wagen. Ich habe hier klare, durchsichtige Flüssigkeiten. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier ins Wasser die Flüssigkeit reinschütte. Nichts natürlich. Auch hier ins Wasser die Flüssigkeit reingeschüttet. Ei, ei. Ja, mit dem entsprechenden Knopfhoff kann man also sogar Wasser anzünden. Ja, das sieht alles wie Zauberei aus, aber bei uns in der Knopfhoff-Show haben diese Tricks eine Erklärung, und wir werden diese Erklärung auch am Ende der Sendung nachliefern. Und gibt es noch ein Kunststück hier mit diesem Fisch zum Beispiel? Dieser Fisch ist aus einer Folie ausgeschnitten, man kann es kaum erkennen. Aber Sie wissen ja, dass Fische sehr empfindlich auf Umweltgifte reagieren. Und vor kurzem hat ja ein bayerischer Brauereivorsitzender an der Reinheit seines Bieres gezweifelt. Wollen wir sehen, ob das stimmt mit diesem Fisch. Hier haben wir ein Bier. Ein bisschen Bier ist übergelaufen hier auf diesen Deckel. Und jetzt lege ich den Fisch mal drauf. Wollen wir sehen, was passiert. Und Sie sehen, dieser Fisch, der krümmt sich, ohne dass ich ihn beeinflusse. Und das liegt nicht etwa daran, dass das Bier so von Umweltgiften schon beeinflusst ist, sondern alleine an der Feuchtigkeit. Dieser Fisch besteht aus Zellophan. Die Feuchtigkeit des Bierdeckels dringt hier an dieser Stelle ein. Da dehnt sich das Zellophan dann aus und es trocknet wieder an einer anderen Stelle. Und deshalb diese Bewegungen des Fisches. Ja, liebe Zuschauer, es sieht so aus, als würde ich hier an einem unsichtbaren Faden aufgehängt sein oder gar zwei Köpfe bekommen, aber ist ja nur eine optische Täuschung. Man soll ja nicht immer das glauben, was man mit eigenen Augen sieht. Hier, dieser Spiegel macht's möglich. Und hier habe ich ein Zauberkästchen. Und wenn Sie sich dieses Kästchen genau ansehen, da ist drinnen ein Ring. Und wenn ich jetzt mal versuche, diesen Ring anzuprobieren, sehen Sie, das gelingt mir nicht. Ich komme nicht an den Ring ran. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, nämlich das Kästchen nämlich aufklappe. Dann sehen Sie hier den Ring und hier einen Hohlspiegel. Der Ring ist also nach unten gekippt und nicht hier oben, wie man eben ursprünglich dachte. Und wenn ich zuklappe, wird der Ring nach oben gespiegelt. Ja, mit so einem Hohlspiegel kann man auch noch andere Kunststücke zeigen. Zum Beispiel kann ich mir selbst die Hand schütteln. Hier in diesem Kasten ist so ein Hohlspiegel drin. Jetzt gehe ich mal mit der Hand hinein und Sie sehen, das gelingt fast. Oder man kann auch Theater spielen. Und dazu braucht man eine Kulisse. Die Kulisse ist hier sehr klein und handlich, ein Mammut. Und
Wenn ich das jetzt mal anpasse an die richtige Stelle, dann sehen Sie, dass dann das als Szene erscheint, richtig real. Und das Interessante ist, ich kann diese Bilder kombinieren, zum Beispiel hier mit meinem Finger. Sie sehen, mein Finger erscheint, also verschiedene Größenverhältnisse kombinieren. Oder ich kann auch ein anderes Tier reinstecken und Sie sehen, dann kann man richtig Theater spielen. Also eine Kombination von Bildern, so wie wir es elektronisch mit unserer Blue Box vorhin gemacht haben. Alle Leute greifen nach dem Geld, ich auch zum Beispiel nach einer 2-Mark-Münze. Die liegt nämlich hier. Und ich versuche jetzt mal danach zu greifen. Und also es will mir einfach nicht gelingen, hat eine ganz einfache Erklärung. Wir haben hier 2 Hohlspiegel. In der Mitte hier unten liegt die Münze. Und diese Münze spiegelt sich in diesem Hohlspiegel. Wiederum dieses Spiegelbild spiegelt sich dann in dem unteren Hohlspiegel. Und so hat man, wenn man die beiden aufeinander bringt, den Eindruck einer schwebenden Münze. Ja, so mancher hat sich ja immer schon getäuscht, wenn es nach dem geht, was man mit bloßen Augen sehen kann. Beispielsweise hier kann ich mir mal eine volle Masse hier einschenken. Ein bisschen Schaum brauche ich noch. Und Sie sehen, hier haben wir einen Spiegel. Und so ist diese Masse in Wirklichkeit nur eine halbe. Ja, aber auf eine halbe Masse, da lassen sich unsere nächsten Gäste natürlich nicht ein. Das sind hier die Herren vom Schützenverein aus Aschau am Inn. Meine Herren, was haben Sie uns mitgebracht? Eine Saufmaschine. Und diese Saufmaschine haben wir hier vor uns. Woraus besteht die? Was ist das für eine Konstruktion? 6 Schläuche, das die Bierstandanzeige und ganz wichtig die Temperaturanzeige. Die Temperaturanzeige, was ist denn die ideale Temperatur fürs Bier? 12 Grad sollte sie normal haben. 12 Grad, wenn es mehr hat, was ist bei 20 noch? Grad wird es gefährlich, weil dann muss man sofort aufs Heißel gehen. Ne? Haben wir jetzt die richtige Grad hier? Ja, was ein bisschen zu warm ist es. Ein bisschen zu warm, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Meine Herren, bitte ansaugen. Es ist angesaugt, ich gebe das Kommando. Ja. Das ging ja recht schnell. Die Kathi bringt die nächste Masse. Wie schnell wird jetzt das gegangen sein? 3 Sekunden. 3 Sekunden? Ist das euer Rekord? 3 Sekunden? Ja, unser Rekord. Und wie viel Masse am Tag, in der Stunde, wie auch immer, schafft ihr? 10 bis 12, wie wir bei uns haben. In der Stunde? Nein, in der Stunde nicht. Ja. Na? Hintereinander halt. Jetzt probieren wir mal, ob wir den Rekord von 3 Sekunden brechen können. Meine Herren, bitte ansaugen. Und 21, 22, 22. Ja, das waren auf jeden Fall unter 3 Sekunden 2,5 Sekunden. Kann man auch noch andere erstaunliche Dinge machen. Man kann zum Beispiel mit so einem Hohlspiegel nicht Lichtwellen bündeln, konzentrieren, sondern auch Schallwellen. Und wenn man dann ein Mikrofon hier in den Brennpunkt der Schallwellen hineinsetzt, dann kann man Gespräche zum Beispiel oder Geräusche auf sehr weite Entfernungen hören. Man kann das hören über diese Kopfhörer, die setzt man sich auf und richtet dann dieses Mikrofon mit dem Spiegel eben in die entsprechende Richtung. Es ist zum Beispiel zum Vögelbeobachten, zum Vogelbelauschen gedacht. Ja, und
Vögel möchte man natürlich nicht nur hören, sondern auch sehen. Und dafür ist diese Kombination recht gut. Hier haben wir ein Fernglas in der Verbindung mit einem hochempfindlichen Richtmikrofon und auch hier die Kopfhörer. Und diese Erfindung hat unser Knopfhoff-Tester ausprobiert, aber er hat einen kleinen Fehler dabei gemacht. Hier zum Beispiel. Jetzt richtet er das Mikrofon aus und beobachtet ein junges Pärchen in einiger Entfernung. Aber er stellt fest, dass der Ton und das Bild nicht übereinstimmen, denn er hat das Mikrofon falsch ausgerichtet. Ja, verstehe das auch nicht, liebe Zuschauer. Ist schon so spät, wir warten die ganze Zeit schon auf besondere Gäste. Ja. Ein guter Steuermann ist das hier, das ist nämlich Herr Baumüller, kommt aus München und Herr Baumüller mit seinen Freunden hat dieses Gefährt entwickelt, aber ich sehe schon, die Jungs von der Knopfhoff-Band, die wollten es sich natürlich nicht nehmen lassen, das auszuprobieren. An der Kraft allerdings mangelt es, denn die Geschwindigkeit, das sehen wir jetzt gleich in unserer Einspielung, das haben wir heute Mittag aufgezeichnet, die Geschwindigkeit kann ja noch durchaus gesteigert werden. Nämlich, Herr Baumüller, wie schnell geht das? Das geht an die 50 Sachen, wenn die Ruderer richtig hinlangen. Und vor allem Sie die Kurve richtig kriegen, ja? Das ist auch schon mal vorgekommen, dass Sie ein bisschen hinaus? Nein, nee. Wie lange haben Sie gebaut, um das Gefährt so darzustellen? Von der Idee bis zur Fertigstellung über 2 Jahre. 2 Jahre doch immerhin? Fast 2 Jahre. Und aus was besteht es? Das ist Stahlrohr, hochwertiges Flugzeugstahlrohr, verschweißt. Ja. Und Mopedfelgen. Getriebe aus Fahrradelementen und Freiläufen. Also es ist eine Kombination aus allem, was wir so gefunden haben. Wie nennen Sie es? Wir nennen es Ruderrenner. Der Ruderrenner, aber das ist nicht das einzige Gefährt. Nämlich überall auf der Welt machen sich ja die Leute Gedanken, was man noch alles so entwickeln kann auf diesem Sektor. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, dieser Fahrer hier zum Beispiel begnügt sich nicht allein mit 4 Rädern. Und hier haben wir einen absoluten Kurvenfan. Diesem Fahrer offensichtlich ist es zu langweilig, nur normal zu fahren. Er bewegt sich vorwärts bzw. rückwärts allein mit Überschlag. Und diesem Fahrer kann sich offensichtlich kein Hindernis in den Weg stellen. Ja, mit Flüssigkeiten kann man ja verblüffende Dinge zeigen. Die Ramona hat Ihnen ja schon einen Vorgeschmack am Beginn der Sendung mal gegeben. Und hier habe ich eine Flüssigkeit und hier eine andere. Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Dazu ziehen wir das Licht ein bisschen runter. Und jetzt gieße ich die mal rein. Und Sie sehen, das Ganze beginnt zu leuchten im Dunkeln. Man kann also Licht erzeugen mit 2 Flüssigkeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Nun ist das eine ganz andere Möglichkeit, Licht zu erzeugen, als die, die wir sonst kennen. In einem Glühdraht, in einer Glühlampe zum Beispiel, werden die Atome hin und her geschossen, die prallen aufeinander und dadurch kommt es zur Leuchterscheinung. Hier gibt es eine chemische Reaktion zwischen Flüssigkeiten und dabei wird Licht frei. Man kann das technisch ausnutzen. Vielleicht kennen Sie diese Anwendungen schon. In diesen Stäben befinden sich 2 Flüssigkeiten, die eine in einer Ampulle. Wenn ich die aufdrücke, dann beginnt dieser Stab zu leuchten und der beginnt rot zu leuchten. Das kann man benutzen zum Beispiel als Pannenhilfe oder als Notsignal. In der Natur ist es weit verbreitet bei bestimmten Käferarten, zum Beispiel Leuchtsignale genau auf diese chemische Art zu produzieren. Sie kennen ja alle die Glühwürmchen. Und gibt es ein Land, wo es ein ganz großes Fest gibt, das Glühwürmchenfest oder Leuchtkäferfest in Japan. Das sind solche Leuchtkäfer. Nur das Problem ist, es gibt zurzeit gar keine Leuchtkäfer mehr in dem Ausmaß, weil durch die landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete, durch die Pestizide, diese Leuchtkäfer nahezu ausgerottet sind. Sie müssen von entfernten Inseln herbeigeflogen werden und in den Parks der Hotels werden sie dann freigelassen zur Freude der Besucher. Und es ist ein ganz teures Vergnügen im Augenblick geworden. Aber die Japaner, die halten ja auf Tradition
und erinnern sich gerne an die alten Zeiten, selbst wenn es hier in diesen Parks der Hotels nur ein, zwei Stunden dauert, denn dann fliegen ja die Leuchtkäfer einfach weg. Aber den Kindern vor allen Dingen macht das große Freude. Und wem das zu teuer ist, der kann sich auch den Original-Kunststoffkäfer kaufen in Japan. Das ist ein solcher Käfer. Was macht man? Man nimmt diese leuchtende Flüssigkeit und steckt dann das Röhrchen hier hinten in den Käfer rein. Und Sie sehen, wenn wir das Licht herunternehmen, dass dann der Käfer leuchtet. Ja, es gibt auch kleine Organismen, die im Dunkeln leuchten können, zum Beispiel Bakterien. Wir haben hier eine Bakterienkultur angesetzt und die Bakterien so ausgestrichen, dass man auch im Dunkeln jetzt wie eben Knopfhoff lesen kann. Diese Bakterien leben im Meer und dort siedeln sie sich in den Hautfältchen von Tiefseefischen an. So hat man den Eindruck, dass auch die Tiefseefische leuchten können. Leuchten können zum Beispiel auch Bälle. Wir haben hier zwei, einen großen und einen kleinen Golfball. Und wenn wir jetzt das Licht ein bisschen einziehen, sehen Sie sehr deutlich, wie diese Bälle auch im Dunkeln leuchten. Also für überzeugte Golfspieler ist das zum Beispiel etwas fürs Golfspielen bei Nacht. Man muss allerdings den Ball doch schnell suchen, weil irgendwann hört es ja auf mit der Leuchtkraft. Erstaunlicherweise kann man auch unter Wasser Feuer, also Licht erzeugen, zum Beispiel mit diesem Apparat. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das da funktioniert. Hier beispielsweise die Taucher mit ihren Leuchtfackeln können eben sehr gut unter Wasser sehen. Ja, was wir gerade im Film gesehen haben, das wollen wir hier im Studio natürlich auch ausprobieren. Hier habe ich so eine Fackel und hier habe ich den Max. Und der Max wird jetzt diese Fackel entzünden. Bitte, Max. Geh mal ein bisschen beiseite, glaube ich. Jawohl, und sie brennt. Und jetzt unter das Wasser. Schön. Und müssen wir jetzt hier löschen im Sandeimer. Und ich glaube, wir brauchen einen Feuerwehrmann. Und hier haben wir schon die Feuerwehr. Das ist Hermann Wöllenstein. Sie kommen aus Michel im Sauerland. Und Sie haben uns hier Ihre Konstruktion mitgebracht. Wie nennen Sie Ihr Werk? Ja, das ist ein Trimm-dich-Tret-Dudelsack. Aha, Trimm-dich-Tret-Dudelsack. Hier tritt man und trimmt sich. Genau, die Luft geht hier durch den Verteiler in die Schläuche. Und so wird da der Brummton erzeugt. Und hier sieht man, wie viel Luft man hat und wie viel man benötigt. Ja, ich darf nicht zu viel und nicht zu wenig Luft pumpen. Sonst also Sie müssen viel Gefühl in den Füßen haben. Genau. Was befinden sich denn hier überhaupt für Musikinstrumente? Ja, auch hier aus dem C-Strahlrohr gefertigt, ein Schlauch. Und zwar können wir hier diese Original-Yacht-Signale mit zum Besten geben. Hier ist der Lautsprecher, hier oben. Ne? Und was entdecke ich denn noch? Was hier zum Beispiel? Was haben Sie sich denn hierbei gedacht? Ja, hier kann ich das Trompeten-Solo El Silencio draufblasen. Nein. Ja, kaum zu glauben. Danke schön. Ich habe noch etwas entdeckt, und zwar hier etwas, wovor sich ja schon so mancher Ehemann gefürchtet hat, möglicherweise. Dazu hat es auch einmal gedient. Eine Flöte. Sehr schön. Und jetzt glaube ich, hier eine Fahrradhupe entdeckt zu haben. Ja, das ist die Piccolo-Flöte. Aha, verbirgt sich zum Beispiel dahinter. Bei alten Kameraden unentbehrlich. Wir bedanken uns bei Hermann Wöllenstein. Knopfhoff!
Ja, diese Szene kennen sehr viele von Ihnen. Die Frau arbeitet und der Mann liegt entspannt im Schaukelstuhl. Und das empfand ein Erfinder vor 80 Jahren schon als sehr ungerecht. Und deshalb hat er diesen speziellen Schaukelstuhl entwickelt. Sie sehen, hier unten befindet sich ein Blasebalg. Und bei jeder Bewegung wird ein Unterdruck erzeugt. Und der ermöglicht es, dass die Ramona diese Papierschnipsel wegsaugen kann. Ja, Sie sehen bei uns im Knopf-Hoff-Studio, wie das noch ist mit der Rollenverteilung. Und Joachim, jetzt mach mal ein bisschen Dampf, damit hier die Schnitzelchen auch alle weggehen. Musst du schon bemühen, Sie, ne? Daran erkennen Sie, wer den Hauptteil der Arbeit hier zu leisten hat. Und der Erfinder hat sogar noch weiter gedacht, wenn die Frau ihn einmal wegläuft, dann kann er auch bequem aus dem Lehnstuhl diese Saugarbeiten erledigen. Heute ist das sowieso alles viel leichter. Den Mann ersetzt der Elektromotor. Die neueste Erfindung in Sachen Staubsauger sehen wir hier. Jetzt brennt das rote Lämpchen und jetzt das grüne, wieder das rote und wieder das grüne. Ja, und warum das so ist, wollen wir uns mal genauer ansehen. Ich habe hier aus dem Staubsaugerrohr das wichtige Teil mal rausgebaut. Und zwar hier sehen Sie das rote Lämpchen, das grüne und hier im befindet sich eine Lichtschranke im Infrarotbereich. Und wenn nun viele Staubpartikelchen diese Lichtschranke durchqueren, dann leuchtet das rote Lämpchen. Sind es weniger Staubpartikel, dann leuchtet das grüne Lämpchen. Also so einfach ist das mittlerweile. Ja, die Effektivität des Staubsaugens auch mit modernen Geräten ist ja äußerst umstritten. Böse Zungen behaupten, dass der Staub, den man vorne reinsaugt, der hinten wieder rauskommt, man also nur eine Strategie des Staubverteilens betreibt. Und das sieht im Extremfall dann so aus. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Gott. Nun gibt es ja Menschen, die sind auf Hausstaub allergisch. Und zwar auf einen ganz bestimmten Bestandteil des Hausstaubs. Und der wird produziert von einem ganz kleinen Tierchen, von der Hausstaubmilbe. Die kann man mit dem bloßen Auge nicht erkennen, aber unter dem Mikroskop ist das gut zu sehen. Hier diese Milben, die leben halt im Teppichboden zum Beispiel. Das ist eine Elektronenmikroskopaufnahme. Und ein besonderer Bestandteil, nämlich der Kot dieser Milbe, der kann Allergien auslösen. Hier wird gerade so ein Kotbällchen produziert. Und das vermischt sich mit dem Staub, verklebt dann in den Fasern. Und wenn man Staub saugt, wirbelt man eigentlich mit der Abluft diese Bestandteile in die Atemluft. Und das löst dann diese unangenehmen Allergien aus. Ja, die Hersteller sind auch schon auf die Idee gekommen. Seit einiger Zeit gibt es diese Zusatzfilter. Die werden hier als Feinstaubfilter draufgesetzt auf einen Staubsauger. Und damit kann man den größten Teil der allergenen Stoffe zurückhalten. Und absolut sicher sind diese Staubsauger, die im medizinischen Bereich benutzt werden, dann, wenn es darum geht, Krankenhäuser zum Beispiel zu reinigen. Nun, diese Ironie des Staubsaugens haben ja die Leute sehr viel früher schon erkannt. Historisch gibt es diese Lösung. Man hat einen Staubsaugwagen, der draußen vor dem Haus steht und da wird der Staub aus dem Haus herausgesaugt. Ja, nicht, dass Sie denken, wir haben diese beiden Herrschaften hier gegen Hausstaub geschützt durch diese Anzüge. Nein, das ist die Zukunft beim Skifahren. In Zukunft wird man nämlich nicht nur im Gesicht braun werden, sondern am ganzen Körper. Nun, wie gelingt das? Die Sonne durchdringt und die UV-Strahlen diese Folie und der Körper erwärmt sich, gibt die Wärmestrahlung ab und dann bildet sich hier sozusagen ein Wärmepolster innerhalb der Folie und man kann sogar bis minus 18 Grad schön gemütlich fahren, allerdings nur bei Sonnenschein. Wie fühlt sich's an? Versuchen wir mal zu fahren. Ein Problem ist noch dabei, Sie hören es deutlich, das Rascheln. Aber die Firma überlegt schon, wie man dieses Rascheln abstellen könnte. Naja, versuchen Sie sich mal vorzustellen, meine Damen, Sie fahren im Skilift nach oben, neben Ihnen dieser junge Mann. Ich weiß nicht, ob Sie dort oben wohlbehalten ankommen. Ja, mit Licht und vor allen Dingen mit den Stoffen, die verschiedenartig das Licht durchlassen oder absorbieren, kann man ganz erstaunliche Kunststücke machen. Ich habe hier einen Laser und den will ich mal anschalten. Und Sie sehen, wenn ich jetzt mal Zigarettenrauch reinhalte, sehr deutlich, dass das ein grünes Laserlicht ist.
Und habe ich hier einen roten Luftballon und der Luftballon ist ja deshalb rot, weil wenn weißes Licht auf ihn trifft, grün zum Beispiel absorbiert wird und nur rot reflektiert und das trifft auf unsere Augen. Und wenn es absorbiert wird, müsste ja was ganz Besonderes passieren. Ich halte mal jetzt diesen Luftballon hier rein. Und Sie sehen, er zerplatzt, weil eben das grüne Wellenlängenlicht die Energie absorbiert wird und deshalb zerplatzt er. Wenn ich jetzt einen grünen Luftballon hineinhalte, müsste es ja reflektiert werden, das Laserlicht, das grüne zumindest. Sie sehen, er leuchtet auf wie eine Glühbirne. Und jetzt kann ich Ihnen was ganz Erstaunliches zeigen. Jetzt habe ich hier einen roten Luftballon, den halte ich jetzt mal rein. Sie sehen, er zerplatzt und ein grüner kommt zum Vorschein. Und ich kann jetzt mal einen Luftballon haben und in dem Luftballon ist ein anderer. Mal sehen, was da passiert. Sie sehen, der rote zerplatzt, der äußere bleibt erhalten, weil dort die Energie des Laserlichtes nicht absorbiert wird. Und gibt es ja viele Denkfehler, wenn man glaubt, man wird braun zum Beispiel und zum Beispiel Glas wäre Ultraviolettstrahlen durchlässig. Es gibt ja Leute, die bräunen sich hinter der Autoscheibe. Das ist, wie gesagt, ein Fehler, denn ultraviolettes Licht wird von Glas nicht durchgelassen. Wir hier auf der Erde haben ja ein Problem. Wir verbrennen ja vor allen Dingen kohlenstoffhaltige Brennstoffe. Da bildet sich Kohlendioxid und dieses Gas sammelt sich in der Atmosphäre und da gibt es Probleme, so ähnlich wie bei unserem Skianzug. Denn das Sonnenlicht trifft ja durch die Atmosphäre, wird von der Erde absorbiert. Die Wärmestrahlung wird dann aber von dieser Kohlendioxidschicht, von dieser Gasschicht reflektiert und man fürchtet, dass sich die Atmosphäre erwärmt, das heißt die Umwelt dadurch verändert wird. Wir haben Ihnen ja in der Sendung schon viele Kunststücke gezeigt, die mit Spiegeln zu tun hatten, mit Illusionen, sodass man eben nicht immer seinen eigenen Augen trauen kann. Jetzt haben wir jemanden hier, der perfekt Kunststücke, die mit Illusionen zu tun haben, vorführen kann. Das ist Professor Heladini DL. Die viergeteilte Dame. Darf ich zwei Herren aus dem Publikum bitten? Applaus.
nach den 2-Mark-Stück gegriffen habe und es hat nichts genützt, aber die meisten Leute drängt es ja nach dem großen Geld und so manch einer versucht es leider mit einem Banküberfall. Aber gegen Banküberfälle rüstet man sich mittlerweile mit dem entsprechenden Knopfhoff. Und ein Knopfhoff, das wollen wir Ihnen heute mal vorstellen. Ich habe hier einen Geldhaufen und hier eine Elektronik. Und in dieser Elektronik ist ein Empfänger für elektromagnetische Wellen und außerdem ein Farbstoff. Und wenn nun der Dieb kommt und mein Geld nehmen will, diese Elektronik habe ich natürlich, diesen Empfänger, in den Geldhaufen reingemogelt. Und wenn der Dieb nun das Geld an sich nehmen will, dann passiert Folgendes. Er kann nämlich die Bank nicht verlassen, ohne dass, nun komm mal, kleiner Dieb. Hey, wei, der hat's aber eine. Hier, hey. Ja, und so sieht dann der Geldschein aus. Sie sehen die rote Farbe. Und welcher Dieb wird es wagen, solch einen Geldschein in Zahlung zu geben? Nun gibt es auch noch andere Systeme. Hier zum Beispiel, das ist ein Sender, da werden elektromagnetische Wellen abgestrahlt. Den trägt man bei sich. Und dann gibt es hier diese Elektronik. Hier drin befindet sich ein Empfänger und auch als Farbpulver. Und wenn man diesen Apparat dann zum Beispiel in einen Koffer unterbringt, wo sich wertvolle Sachen noch dazu befinden, dann kann etwas passieren, wenn der Koffer sich entfernt. Das können wir Ihnen mal demonstrieren. Sie sehen, der Charlie ist gar nicht abzuhalten. Der Koffer steht also weit entfernt von mir. Und plötzlich ist das elektromagnetische Feld viel zu schwach. Und dann wird elektronisch der Mechanismus ausgelöst und die rote Farbe wird frei. Ich soll Ihnen einen kleinen Tipp geben für alle, die sich nicht mit einer großen Elektronik ausrüsten wollen, aber vielleicht trotzdem auf ihre Weise einen Schlüssel verstecken. Hier in diesem kleinen Stein steckt das Geheimnis, das ich jetzt lüfte, indem ich hier umdrehe. Sie sehen hier eine Kerbe und dort kann ich den Schlüssel verstecken, zumachen und vor die Haustüre ins Blumenbeet legen. Das war eigentlich gedacht als kleiner Tipp für die Hausfrauen, aber ich fürchte, jetzt ist ein Tipp eher für die Einbrecher geworden. Ja, nicht nur das Verhindern von Diebstählen und Einbrüchen ist wichtig, sondern unser Leben wird ja immer stärker von Automaten bestimmt, Bankautomaten zum Beispiel. Und da ist es besonders wichtig, dass die richtige Person die richtige Kontonummer zugeordnet bekommt. Nur ganz fälschungssicher scheinen einige Bankautomaten ja nicht zu sein, aber da gibt es neue Vorschläge. Das ist ein neues Computersystem, das Fingerabdrücke erkennen kann. Und je nachdem, wie das Muster des Fingerabdrucks aussieht, hat dann dieser Benutzer Zugang zu dem Computersystem oder nicht. Will nun einer dieses System missbrauchen, dann kann dieser Computer sogar diesen Fingerabdruck aktiv abspeichern und man kann später dann diesen Benutzer, der dieses in das System eindringen wollte, ja, identifizieren. Nun noch eine makabere Möglichkeit: Wenn ein Verbrecher jetzt die Fingerkuppe eines rechtmäßigen Benutzers abschneiden würde, würde auch das der Computer erkennen, weil nämlich die Infrarotstrahlung dieser Fingerkuppe fehlt. Eine andere Möglichkeit gibt es, über den Augenhintergrund einen Benutzer zu erkennen. Denn wir haben ja im Augenhintergrund individuell verschieden ein Adergeflecht und das Muster ist dann gespeichert im Computer. Und die Personen, die dann Zugang, rechtmäßigen Zugang zu dem Computer haben, die werden dann in das System gelassen und andere werden abgewiesen. Ja, die Jungs von der Knopfhoff-Band wissen schon, warum sie so schadenfroh kichern. Jetzt ist nämlich der Johnny, unser Venture-Spieler, dran mit einem sehr gefährlichen Experiment. Ich habe hier eine neue Creme. Ja, und mit dieser Creme, da kann man sich natürlich die Hände eincremen, aber nicht nur so zum Spaß, sondern man kann sich schützen vor ätzenden Substanzen zum Beispiel. Und wir wollen den Versuch wagen. Ich habe hier Salzsäure und der Johnny hat sich schon die Hand eingecremt. Und jetzt würde Johnny sich ein bisschen Salzsäure in die Hand schütten. Und er wird vielleicht von nun an Linkshänder sein. Nein.
Aber ich gebe jetzt hier diesen Marmorstein rein und Sie sehen, wie er sich auflöst. Also wir haben ganz deutlich bewiesen, das ist hier Salzsäure und der Hand, der passiert nichts oder verspürst einen Schmerz? Nein, okay. Aber das ist nicht die einzige Anwendung nur mit Salzsäure, sondern überhaupt für Leute, die mit aggressiven Chemikalien Umgang haben, ist diese Creme gedacht. Ja, und wir haben unseren Knopf-Hoff-Tester befragt und der hat so seine eigene Anwendung herausgefunden. Die Umwelt ist ja stark belastet, in den Flüssen kann man sowieso nicht mehr baden und jetzt hat er hier den Schwimmer eingecremt, eben mit dieser Creme, um ihn zu schützen. Aber er hat natürlich vergessen, ein entscheidendes Stück einzukleben. Das war der Kopf und jetzt hat er keine Haare mehr. Ja, unsere Umwelt wird ja vor allen Dingen auch durch Artikel belastet, die wir im Haushalt wegwerfen, zum Beispiel durch Batterien. Die enthalten ja giftige Stoffe, zum Beispiel Nickel oder Cadmium. Und es gibt einen neuen Trend aus Japan. Man produziert da Wegwerfartikel schon mit Batterien. Zum Beispiel, das ist ein Radio, das hält vielleicht so 5-6 Stunden. Und das benutzen die Japaner, um im Berufsverkehr, der ja viel länger ist als bei uns, in der U-Bahn zum Beispiel Radio zu hören. Und wenn die Batterie aufgebraucht ist, wird das Ganze weggeworfen, kommt also in die Umwelt. Oder diese Einwegrasierer, das ist ein elektrischer Rasierer und da ist auch eine Batterie drin. Und da kann man sich vielleicht 10, 20 Mal rasieren und dann wird das Ganze mit der Batterie auch weggeworfen. Das ist also ein unglücklicher Trend. Und man versucht Lösungen. Eine Lösung ist hier diese Solaruhr. Das ist eine Uhr, die hat hier eine Sonnenzelle, eine Solarzelle. Hier wird das Sonnenlicht umgewandelt in elektrischen Strom. Und elektrischen Strom braucht ja so eine Quarzuhr. Aber dieser Strom wird nicht in einer Batterie gespeichert, sondern in einem Kondensator. Wir können uns mal mit einer Spezialkamera anschauen, wie das aussieht. Und Sie sehen, das hier ist das Innere dieser Quarzuhr. Und hier hinten, dieses runde Element, das ist dieser Kondensator, der die Elektronen, die von der Sonnenzelle kommen, speichert. Wir können uns mal anschauen, wir haben mal so einen Kondensator aufgeschnitten, wie das da aussieht. Und Sie sehen mit unserer Kamera, dass da tatsächlich Schichten existieren. Hier werden die Elektronen gespeichert und die Schichten bestehen aus organischen Stoffen, aus Kohlenstoff zum Beispiel. Und die sind weitaus ungefährlicher als die herkömmlichen Batterien. Nur diese Lösung geht nicht bei allen Geräten, bei großen Stromverbrauchern, wie zum Beispiel hier bei diesem Solarradio. Da muss man schon wieder auf die Batterien zurückgreifen, auf die giftigen Nickel-Cadmium-Batterien. Jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Preisfrage. Sie erinnern sich, wir hatten einen Holzstab, hatten die Mitte markiert und die Frage war, wenn ich mit meinen Fingern unter diesen Holzstab entlang gleite, wo werden sich meine Finger treffen? Und Sie haben sicher herausgefunden, genau in der Mitte. Und das ist immer der Fall, selbst wenn ich den einen Finger sehr weit außen platziere und den anderen näher zur Mitte zu. Und Sie sehen, sie treffen sich und das liegt daran, dass die Reibung vom Gewicht abhängig ist und die Finger mit ihrer Position natürlich ein verschieden starkes Gewicht erfahren. Nun gibt es eine Erklärung auch für unser Kunststück vom Beginn der Sendung mit den Flüssigkeiten. Und hier ist Wasser drin, hier ist Benzin mit einem Stückchen Kalium drin. Und wenn ich das jetzt mal hier reinkippe, dann sehen Sie, brennt das, weil eben das Kalium im Wasser reagiert. Aber das Kalium reagiert nicht im Benzin.
Ja, und das war's schon fast für heute. Ein herzliches Dankeschön möchte ich noch unserer Knopfhoff-Band sagen für die musikalische Begleitung. Die Knopfhoff-Band feiert 10-jähriges Jubiläum und deswegen haben sie eine neue Platte wieder mal rausgebracht. Für alle Fans war das. Und hier habe ich noch eine Kleinigkeit. Wir haben so viel über das Geld gesprochen. Wir wollen es natürlich auch mal sparen. Ja, wenn Sie Ideen haben, die in die Knopfhoff-Show passen, dann schreiben Sie uns doch, und zwar an das ZDF, Kennwort, die Knopfhoff-Show, 65 Mainz 500. Ja, und das war es wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal. Dann. Guten Abend.